Willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wir stehen hier neben Londrandir, der offenbar Gatsons Hof gerade vor Orks verteidigt hat, als wir die Getreidesäcke geholt haben. Und jetzt sprechen wir mal mit ihm und hören uns mal seine Geschichte an. Mein Herz kann heute nicht singen. Ich sah die Orks auf meinem Weg hierher und konnte einfach nicht die Augen vor ihnen verschließen. Ich bin froh, dass ich rechtzeitig hier war, um diese Menschen zu retten. Ich kam hierher, um im Namen von Lachen um Hilfe zu bitten, dem Meister von Lin Gilad, einer kleinen Zuflucht meiner Sippe im blühenden Land Meluinen. Es handelt sich nur um eine Kleinigkeit, nicht mehr als die leichte Brise eines bösen Winds. Die Waldläufer verfügen nicht über genug Mittel, um Hilfe zu Lachen zu entsenden. Doch vielleicht könntet ihr euch aufmachen. Reist gen Süden, Lin Gilead liegt nahe an der Grenze zu Meluinen. Wenn Lachen euch nicht empfangen kann, so wendet euch stattdessen an Aglardir. Okay, wir müssen also hier nach Meluinen. Das passt wunderbar, weil dort unten ja unsere Buchquest weitergeht. Wir müssen mit Halberad in Meluinen sprechen. Wir reiten mal hier vor Richtung Hauptweg und von dort aus geht es dann nach Süden. Und dann ist offenbar Estheldin wirklich unser letztes Ziel hier auf der Westseite in den Nordhöhen. Ich dachte eigentlich, wir würden zuerst nach Estheldin gehen und anschließend dann hier draußen ein bisschen questen. Aber das ist jetzt genau andersrum. Ist aber auch nicht schlimm. Dann heben wir uns Estheldin noch für den Schluss auf. Gut, also dann sind wir hier auf dem Weg und es geht Richtung Süden. Ich nehme hier mal wieder die Erzadern mit. Dann schauen wir mal, da unten gibt es nämlich bestimmt auch noch die eine oder andere Quest. Wie überall natürlich. Jeder braucht unsere Hilfe. Überall reißen sie uns unsere Manneskraft aus den Händen. Ja. Und obwohl wir nicht viel Erfahrungspunkte bekommen und auch mit den Gegenständen nichts mehr anfangen können, die wir bekommen, sind wir natürlich Held genug, um hier den Leuten zu helfen und nicht Nein zu sagen. Das wäre ja ganz unhöflich. Das macht man ja nicht. So, hier unten gibt es sogar einen Reitstall. Schön. Und hier unten gibt es auch dann die anderen Gräser noch, die wir sammeln müssen. Wo auch immer die dann sind. Aber die sammle ich dann wahrscheinlich wieder außerhalb der Aufnahme. Es sei denn, wir stolpern jetzt direkt drüber. So, wir sprechen mit Aglardir. Megovanen. Londrandir hat euch geschickt, um mit Lachen zu sprechen. Dann seid ihr zu spät gekommen. Lachen ist tot. Er wurde bei einem Angriff der Steintrolle auf Lin Gilead getötet. Das war einige Zeit, bevor ich mit meinen Gefährten hier ankam. Oh, das ist aber schade. Bleibt noch einen Moment. Verstreute Habseligkeiten. Gildur in Glorion hat unsere Gemeinschaft nach Norden geführt, um von dem Bösen zu berichten, das sich im Süden zusammenbraut. Aber hier haben wir nur Tod und Zerstörung vorgefunden. Der Hüter dieser Lichtung war vielen von uns ein Freund, ein treuer Elb namens Lachen. Er wurde vor unserer Ankunft von den Steintrollen getötet und die Zufluchtsstätte wurde zerstört. Ich weiß nicht, was die Trolle aus Taur Gonweit hierher gelockt hat, aber wir müssen diesen Ort wieder aufbauen. Lachen hätte uns darum gebeten. Vergeltung? Die muss warten. Die Trolle haben die Vorräte, die hier lagerten, über Meluin verstreut. Sucht nach den zerstörten Fässern auf dem Weg zwischen hier und Taur Gonweit im Süden und bringt mir ihren Inhalt. Und was hat er noch? Vorräte für die Lichtung. Einen Augenblick Gehör schenken? Wir müssen die Vorräte von Lin Gilead so schnell wie möglich wieder auffüllen. Kummer kann sowohl den Körper als auch den Geist schwächen, aber gegen eines davon können wir uns wappnen. Die Steintrolle haben die Nahrungsmittel vernichtet, die wir gelagert hatten. Aber es gibt noch andere Nahrungsquellen. Jagt die Auauchsen in den Ebenen des Königsfalltals nördlich von Lin Gilead. Ihr Fleisch wird die leeren Vorratslager von Lin Gilead auffüllen. Ein Auauchse ist ein gefährlicher Gegner und ihr müsst mehrere Tiere erledigen, damit wir genügend Steaks haben. Aha. Gut, was haben wir denn hier noch hier unten? Wo ist denn der Halberad? Hier geht's rein, ne? Tam Gilead. Ich glaube, da ist aber nichts für uns drin. Da steht ein einzelner
Elb, Gildur in Glorion. Mehr gibt es hier aber offenbar nicht. Wo findet man denn den Halberad? Ach, der ist gar nicht in den Meluinen. Der ist hier in Estheldin oben. Ah, oh, na toll. Da stand doch irgendwas. Hält sich in den Nordhöhen nördlich von Meluinen. Ah, okay. Also er ist nicht in Meluinen. Na toll. Okay, dann machen wir die anderen Quests erstmal, die wir hier haben. Die Sammelaufgaben mal wieder. Weil hier ja offenbar von den Elben keiner fähig ist, die Nahrungsmittel zu holen. Da vorne ist Pestwurz und ein geborstenes Fass. Sehr schön. Was soll man denn aus diesem Fass noch rausbekommen? Wo sind denn hier noch Vorräte drin? Die sind doch alle jetzt vermatscht und vergilbt und ach, das will doch keiner mehr essen. So, hier haben wir Moorläufer, die kennen wir auch schon. Und die Sichelfliegen müssen wir angreifen. Die Sichelfliegen aus dem Sumpfgebiet von Meluinen wurden durch den jüngsten Angriff der Steintrolle aufgescheucht und stellen nun eine Bedrohung für die Elben von Lin-Gilead dar. Bezwingt Sichelfliegen in Meluinen 8 Stück. Da kann doch nichts mehr drin sein in diesen Fässern, oder? Heieiei. So, ich können wir gleich mal anschießen hier. Oh, da habe ich aber dermaßen daneben gehauen jetzt. Ja, Gott sei Dank ist wieder alles ein bisschen hier an einem Ort. Und da drüben, ich glaube schon, ne? Hier drüben kommt man hier wieder nach Nanvathren. Hier hoch durch so einen Gebirgspfad. Wir haben ja dieses Gebiet auch schon in der ersten Staffel durchgequestet. Und da wird man dann auch nochmal hochkommen. Vielleicht werden wir sogar hochgeschickt nochmal, bin mir nicht mehr sicher, ob das so ist. Auf alle Fälle gibt es da eine Abkürzung. Oh, und ich wollte ja wieder reinzoomen. Zwei Stück brauchen wir noch. Und da sind noch mal ein paar Sichelfliegen. Wunderbar. Pestwurz brauchen wir noch 3 Stück. Die sind aber ein bisschen weiter verteilt offenbar. Jetzt machen wir mal einen auf Jäger. Wären wir jetzt Jäger, dann wäre der bestimmt schon längst tot. Dann wäre der gar nicht mehr in unsere Richtung gekommen. Da ist nochmal was. Was blinkend. Mal die Pestwurz. So, 2 Sichelfliegen noch. Anscheinend haben wir schon die gesamte Popularität von Sichelfliegen ausgelöscht. So, da ist noch eine, wunderbar. Und ein Fass noch, oder? Ein zerstörtes Fass noch.
Ihr habt einige aggressive Sichelfliegen in Meluinen getötet und den Elben von Lin-Gilead damit hoffentlich ein wenig Frieden vor den feindseligen Kreaturen der Lichtung beschert. Wunderbar, war das eine Waffe? 19 Schaden. Wir öffnen noch kurz Lederrüstung. Da ist nichts für uns dabei. Und jetzt brauchen wir irgendwo noch so blödes Fass hier. Ne? Da sind nochmal Pestwurz, die bekommen wir jetzt auch voll. Sehr schön. Aber uns geht immer noch ein Fass ab. Oh, die haben wir jetzt schon voll, die Pestwurz. Sehr schön. Irgendwo müssen noch so Fassteile rumliegen. Oh, hier. Gut. Und dann brauchen wir auch noch die Auerochsensteaks. Das heißt, da müssen wir nochmal nach Norden reiten. Wo sind denn die letzten Blümchen? Hier drüben. Soweit ich noch weiß, sind da drüben auch Spinnen. Und das ist auch ein Gebiet, wo wir dann noch hingeschickt werden, denke ich mal. Was benötigt ihr? Ich hatte nicht mit so vielen Vorräten gerechnet, Tollfuß. Vielen Dank für eure Hilfe. Die Trolle haben viele unserer Vorräte zerstört oder selbst verbraucht und viele der übrig gebliebenen Nahrungsmittel sind verloren gegangen. Lachen wäre wegen dieser Verluste ebenso bekümmert, wie wir nun um ihn trauern. Agladirs Rubinring. War es das schon? Ah, da drüben. Oh, jetzt sind einige mehr Ringe auf der Karte zu sehen. Ihr seht ja die Karte immer nicht, weil ich hier drüber bin. Aber glaubt mir einfach. Wächter der Lichtung. Wenn die Steintrolle erfahren, dass Elben nach Lin-Gilead zurückgekehrt sind, werden sie bestimmt wieder angreifen. Wir sind zu wenige und können nicht lange Widerstand leisten. Es gibt eine Verteidigung, die wir zu Hilfe rufen könnten, aber es ist nicht sicher, ob diejenigen, an die ich hier denke, immer noch auf einen Ruf reagieren werden. Ich gebe euch diese Runen hier, Kanel genannt, platziert sie auf den steinernen Sockeln, die ihr im Sumpfgebiet finden werdet. Vor langer Zeit wurden viele Steine dieser Art östlich von Lin-Gilead in einem weiten Bogen nach Süden aufgestellt. Doch nur drei von ihnen haben die Zeit und die Elemente überlebt. Wir müssen darauf hoffen, dass die Wächter sich an die Bedeutung der Kanel erinnern. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr alle Runen platziert habt, und dann werden wir sehen, ob sich der Aufwand gelohnt hat. So, wer bist du denn? Gandelin? Bleibt noch einen Moment. Ich bedarf eurer Hilfe, Tollfuß. Seit kurzem gehört auch ein Ork-Saboteur, der sich mit Giften auskennt, zu den Streitkräften der Ongburts im Süden von Lin-Gilead. Er hat begonnen, die Wasser dieser Lichtung zu vergiften und bald wird alles dem Untergang geweiht sein. Tötet die Orks in Merenost und sammelt ihre Giftbeutel. Ich werde anschließend dafür sorgen, dass diese Beutel nie wieder zu bösen Zwecken genutzt werden können. Wenn ihr euch im Lager befindet, dann tötet auch diesen Ork-Saboteur und vernichtet damit ein für alle Mal den Urheber dieses niederträchtigen Gifts. Seid vorsichtig, Tollfuß, diese Orks sind brutal und erbarmungslos. Ihr tätet gut daran, einige Begleiter mit euch zu nehmen. Okay, ist aber trotzdem eine Solo-Aufgabe. Giftbeutel der Ongburts und Ongburts-Saboteur. Und dann haben wir nochmal eine Quest von Bretilven. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Taliolang und Lagolam sind so mit ihrer Rache an den Steintrollen beschäftigt, dass sie blind gegenüber allen anderen bedrungen geworden sind. Ich fürchte, dass ihre Willensstärke nicht ausreichen wird, um die anderen Gefahren zu bekämpfen, die in der Nähe lauern. Orks des Ongburts-Stammes haben einen Stützpunkt in Nanvatren errichtet, dem Tal im Südwesten, und ihre Späher dringen mit jedem Tag tiefer in Meluinen ein. Tötet jeden Ork, den ihr in Meluinen finden könnt, Tollfuß, denn sie sind eine große Bedrohung für Lin-Gilead. Ihr werdet sie südlich und südwestlich von hier finden, entlang dem Fuß der Berge. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Da werden wir jetzt hier in dem Bereich nochmal geschickt. Und das gehen wir jetzt gleich mal als erstes an. Normalerweise laufen die hier entlang. Wir müssen also nicht hoch nach Nanvatren. Die müssten schon hier im Tal sein. Wie viel brauchen wir da? Orks? Heieiei, 10 Stück gleich. Da ist ja schon einer. Ein hasserfüllter Ongburz. Und das war es auch schon mit dem hasserfüllten Ongburz. So, haben wir hier unten nochmal welche. Da vorne laufen noch welche rum.
zwei Stück Fährtensucher. Dann Moorläufer, Sichelfliege, da vorne ist nochmal ein Fährtensucher. Ich glaube sogar, dass es gar nicht möglich ist, dass wir nacheinander gehen. Ich glaube, wir müssen alle hier unten besiegen. Jedenfalls zeigt das Gebiet das so an. Ne? Das zeigt nicht an, dass wir ins Gebirge rein müssen. Das heißt, die würden dann wahrscheinlich auch gar nicht zählen. Und der Weg wäre umsonst. Na dann kümmern wir uns einfach um die, die schon da sind. Und in die Ecke müssen wir sowieso, weil wir den Saboteur noch besiegen müssen. Da müssen wir Giftbeutel der Ongwurz besorgen und den Ongwurz-Saboteur töten. Da ist wieder ein hasserfüllter Ongwurz. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Wort Ongwurz herkommt. Ich glaube ja fast, dass das eine Kreation von Turbine ist. Dass die den... Oh, was kriegt denn da drüben? Eine widerliche Schlammkröte. Mal schauen, ob die hier auch zählen. Oh, die zählen auch. Perfekt. Dann gehen wir jetzt auch einfach auf die Insel hier rüber und holen uns die. Der Ongwurz hier, der schwimmt ein bisschen rum. Der hat sich gedacht, jetzt arbeite ich schon eine Woche lang, ich stinke wie die Pest. Ich nehme mal kurz ein Bad, der ist auch schon fertig. Dann marschieren wir mal direkt in dieses Lager. Ihr habt Merinost entdeckt. Merinost ist offenbar ja, der Bereich hier unten, beziehungsweise die Burgen, die Ruinen hier unten. So, können wir dich auch brauchen? Ja. Alle werden putt gemacht hier. So schnell können die gar nicht schauen. Da oben ist der Saboteur, den nehmen wir auch noch mit. Und da ist auch wieder so ein komischer Grundstein. Wir haben aber die Quest dafür noch nicht. Sind mittlerweile alles Signaturgegner. Waren früher alles Elite-Gegner. Also nicht die da vorne, aber jetzt hier die Endbosse. Waren quasi alles Elite-Gegner. Und ja, da war es ein bisschen schwieriger, die zu besiegen. Vor allem, wenn man sich hier noch durchkämpfen musste. Durch die ganze Armee. Und dann mal schön mal 5 auf einmal getriggert hat. Da ist es dann ein bisschen kompliziert geworden. So, was brauchen wir noch? Wir müssen Kanäle auf flachen Steinen platzieren. Oh, da sind sogar Questringe. Sehr schön. Schwimm, kleiner Hobbit, schwimm. Ich nehme das Eisen noch mit. Ich habe gerade noch überlegt. Nehme ich es mit? Nehme ich es nicht mit? Ja, da hat die Gier dann letztendlich hat gesiegt. Und wir schnappen uns das jetzt. So, und zwar müssen wir ungefähr in die Richtung hier. Und die Hilfe ist dann nicht so ganz, was man erwarten würde. Ne, wir müssen ja die Steine hinlegen, damit wir Hilfe bekommen. Und sich diejenigen, die sich an die Hilfe erinnern, damit die die Steine sehen.
Und das sieht dann, das sind dann keine Elben, sondern ta-ta-ta-ta, Sumpfwächter sind das hier. Die Sumpfwächter scheinen sich nicht für die Rune zu interessieren. Das macht aber gar nichts. Wir haben ja noch zwei Plätze. Und irgendjemand wird sich schon dafür interessieren. Hoffe ich einfach mal. So, was haben wir noch gefunden hier? Ein Rezept mal wieder für Gelehrte. Ja, das haben wir alles wieder weg. Der dunkle Schwefelbrocken, ne, die sind ja eigentlich für die Handwerkszutat, damit wir kritische Ergebnisse bekommen. Brauchen wir aber mittlerweile jetzt hier auch nicht mehr. Blasse Schwefelbrocken, die setze ich auch mal hier frei. Die können wir auch verkaufen. So, der zweite ist platziert, dann fehlt nur noch einer. Und die Sumpfwächter interessieren sich mal wieder überhaupt nicht dafür. Okay, wir erstatten Bericht. Die Elben werden schon wissen, was sie tun. Und wir müssen auch noch da oben hoch zu den Auerochsenmensch. Mist. Die dürfen wir nicht vergessen. Das gibt ja nicht. Jetzt sind wir schon wieder fast am Ende der Folge. Ich habe doch gerade erst angefangen. Was kann ich für euch tun? Ihr habt die Kanäle auf den Sockeln platziert, Tollfuß, das ist gut. Allerdings scheint es, als hätten die Sumpfwächter sich dagegen entschieden, uns zu helfen. Ich fürchte, ich war zu begierig, die alte Freundschaft zwischen den Elben und den Sumpfwächtern wieder aufleben zu lassen. Meine Hoffnungen haben mich blind gemacht. Nur Enttäuschung entsteht aus... Moment, was ist das? Schaut, da kommt ein Sumpfwächter. Wo kommt denn einer? Und mehr als einer. Meine Verzweiflung war beschämend, doch nun erkenne ich, dass es immer Hoffnung gibt. Dank sei euch, Tollfuß. Wo denn? Da drüben. Der Marsch der Sumpfwächter. Jetzt braucht man noch epische Musik. Die fehlt jetzt leider hier. Da kommen ja gleich vier Stück. Obwohl wir nur drei Kanäle verteilt haben. Laufen die denn hin? Habe ich sie verschreckt? Sie verteilen sich in sämtliche Windrichtungen. Ja, na gut. Oh. Quer durchs Feld gelaufen. Okay, na gut, wird schon gut passen dann. Okay. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Vom Verderben berührt. Die Giftbeutel, ich vermute, der Saboteur wurde ebenfalls vernichtet. Eure Bemühungen haben viele Leben gerettet. Ist es nicht seltsam, dass die Orks, die zu ihnen gehörenden Verbündeten, die Spinnen töten? Sie gewinnen an Stärke auf Kosten anderer und schwächen am Ende so den Feind als Ganzes. Das Böse scheint immer so zu handeln, denn auch die Spinnen würden nicht zögern, das Blut ihrer Ork-Verbündeten zu trinken. Wir haben einen Ring bekommen. Wille, brauchen wir nicht. Und eine letzte Quest können wir noch abgeben hier vorne. Gut gemacht, Tollfuß. Ich hoffe, die Onburts werden eure Taten als Warnung verstehen, dass sie hier in Meloinen nicht willkommen sind und auch niemals sein werden. Diese Gemeinschaft von Elben mag nur vorübergehend Truxes von Lin Gilead sein, aber wir werden uns ihnen entgegenstellen. Genau wie Lachen es tun würde, wäre er noch am Leben. Diese Gemeinschaft von Elben mag nur vorübergehend Truxes von Lil, aber wir werden uns ihnen entgegenstellen. Ach so, okay, als Truxes. Mhm. Gut, es ist ein weiterer Ring aufgetaucht hier drüben. Bei Baranwen. Würdet ihr eine Minute eurer Zeit für mich opfern? Die Entwaffnung des Tals. Die Nordmenschen wurden gesehen, wie sie Truhen voller Waffen in eine Höhle im Süden getragen haben. Während die anderen auf den Übeltaten der Trolle herumreiten, sorgt mich bereits die Anwesenheit der Menschen aus Angmar, ganz zu schweigen von deren Waffen. Jedes Schwert, das wir dem Griff eines Angmarim entziehen, bedeutet eine Klinge weniger, die gegen die freien Völker erhoben werden kann. Findet die Waffentruhen in der Trollhöhle
und bringt sie mir. Ich werde sie, die widerlichen Klingen, zerstören. Mit jeder Klinge, die wir in unseren Besitz bringen können, verhindern wir, dass ein Unschuldiger getötet wird. Und das ist mir die Mühe wert. Ja, vor allem dir die Mühe wert. Wir haben ja hier den Aufwand, ne? Du stehst einfach nur rum und verteilst dir Sprüche. So, können wir dir was verkaufen hier vorne noch? Darf ich euch helfen? Der Krämerin. Nochmal kontrollieren. 441 Silber. Ja, doch, da ist einiges zusammengekommen. Reparieren für 64 Silber. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen für heute Schluss. Und ich werde bis zur nächsten Folge dann das Mädesüß noch nicht sammeln. Hier oben kommen wir ja noch extra hin. Aber die Auerochsensteaks werde ich sammeln. Und dann werde ich die abgeben. Entweder es kommt nochmal eine Quest. Wenn nicht, dann machen wir uns gleich direkt hier auf zu dieser Höhle. Zu den Angmarien. Und schauen einfach mal, was uns dort erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.